haben es ein bisschen kalt für meine Verhältnisse. Aber ansonsten beste Bedingungen, ist trocken. Kein Wind. Was wir heute rausfinden, stimmt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, präsentiert von der Bogensportwelt von mir. Ich bin der Thomas, wir sind im Bogenland Thüringen Christus. Mit uns hier ist der Falk. Hi Falk. Hallo. Wir machen es erstens wieder so, wie in den letzten Videos, relativ häufig. Ich sage immer, schön, dass du da bist und am Ende laber ich das meiste. aber trotzdem schön, dass du, also Punkt 1, schön, dass du da bist. Und Punkt 2, wir haben was Besonderes vor. Falk schießt einen heißen Compound hier, PSE, Carbon und so weiter. Ich schieße so einen traditionellen Bogen, hätte ich was gesagt, mit einer Sehne nur. Ja? Die Variante ohne Getriebe. Die ohne Getriebe, genau. Es ist hier so kalt, ich komme gerade heute an. Es sind immer 8 Grad weniger wie da, wo ich herkomme. Egal, Sommer wie Winter. Mann, ist das kalt. Wir suchen uns ein paar coole Schüsse und erklären mal, was den Schuss schwer macht und wie man ihn löst im Vergleich Compound Recurve. Gibt es ein paar Besonderheiten. Und das wäre doch mal eine Idee, die zu zeigen. Erstens, es ist irgendwie interessant, ne? Punkt 1, Punkt 2, ihr kennt meine Meinung. Mal die Bogenklasse wechseln oder mal sozusagen als wie eine Art vergleichenden Wissenschaft, ja. Rückschlüsse von einem aufs andere ziehen. Ist letzten Endes, ich kann nur für mich sprechen, ja, aber ein ganz gutes Rezept, auf neue Ideen zu kommen, neue Lösungen zu probieren, Lösungen von dem A-Bogenklasse in die B-Bogenklasse zu übertragen und dadurch besser zu werden. Ja, Thüringen. Keine alpenähnlichen Gebirge. Eher ein kontinuierliches sich abarbeiten an sanften Hügeln in dichten Wäldern. Toll, hier wächst überall Moos. Es ist eine unheimliche Ruhe. Wir haben es ein bisschen kalt für meine Verhältnisse. Aber ansonsten beste Bedingungen, ist trocken, kein Wind. Was wir heute rausfinden, stimmt. Ja genau, was macht diesen Schuss schwer, würde ich sagen. Punkt 1, gerade du mit dem Compound, du willst das Ding ja ruhig halten. Ich aber auch. Da muss man dem Alter und der persönlichen Fitness demütig ihren Tribut zollen und erstmal eine kleine Pause machen. Puls nicht, vielleicht nicht Richtung 60, aber auch nicht über 80. Sonst wird sowas hier nichts. Ne? Wir haben einen Hang hinter uns, der hat vielleicht nicht wahnsinnig viele Meter dafür, umso mehr Höhenmeter. Ist vom Kettenrauchen Kopf vor eine Challenge. Ja, genau. Für einen Berufskraftfahrer wie dich sowieso, für mich geht's, ich bin jetzt schon wieder fit, dann mache ich den ersten Schuss. Wir sehen in unbekannter Entfernung eine Gruppe Huthähne. Falk, was meinst denn du? Das ist ja eigentlich ein Schuss für dich wie aus dem Bild. Soll ich so für den gelben schießen? Du schießt von dem roten. Wir schießen alle von dem roten hier von ganz hinten. Wenn denn? Siehst du eine Schwierigkeit? Naja, ich meine, es steht vieles im Weg, sowieso. Ja. Und, naja, stark bergab halt, ne? Kann man sich wahrscheinlich schon bodenlang geschätzt. Das weiß ich. Eigentlich jetzt verdünnen. Beim Schätzen, je nachdem, wie genau du es treffen willst, mit dem Compound würde ich schon sagen, musst du vielleicht sogar ein Meterchen abziehen, das ist richtig. Aber es ist nicht endlos weit, ne? Das ist Tiergruppe, was wird das sein? 2. Also mehr wie 40 Meter könnte es auf keinen Fall sein. Du musst jetzt auf jeden Fall mal richtig schätzen, ne? Ich ja eigentlich auch. Ich hätte mal eine vorsichtige Zahl? 35. Weniger. Aber es ist genau wie du sagst, für dich macht es den Schuss schwer, weil hier so viel Action im Bild ist. Mit den Bäumen. Messen mal. Wo haben wir denn den Verräter? Ja.
Das wirkt dann immer so, als wenn das Bild vor Augen so voll ist mit Sachen, die da passieren, ne? Also Bäume, Wurzeln, Hügelchen, Senke und so weiter. Was sagt dann? So, läuft. Kannst gar nicht glauben. Das gibt's ja fast nicht. Ja. Aber es kann sein, ich muss ja noch niemals Vision, es kann sein, da hat er da geht nämlich nicht so super auf Punkt genau. Ja. Trotzdem geht er 30. Besser. Trotzdem geht er besser wie wir, ich wollte gerade sagen. 30, das hätte das, ich jetzt so nicht gedacht. Was macht den schon mit schwer? Mit Winkel. Richtig. Ohne Winkel wären es 29. Ja. Schreibt er. Ja. 5 Meter mehr, wenn du dich einstellst, bist du. Machen wir mal einen Probeschuss mit 5 Meter mehr nachher. Da kriegt er einen Dirt drüber. Ach so, dann machen wir vielleicht das nicht. Oder? Dann, ich hätte gesagt, wenn du. Ich hätte gesagt, der kann schon noch das Tier treffen, aber es wird riskant. Dahinter steht ein verdammt harter Baum. Der Pfeil wäre weg. Probieren wir nicht. Also 5 Meter mehr mit Visier bist du geliefert. Ne? Also triffst vielleicht noch das Ding, findest deinen Pfeil vielleicht noch wieder. Trefferzone kannst du verabschieden. Und das Ding ist jetzt, was macht den Schuss also so schwer? Es ist das Einschätzen, was hier passiert. Ja? Da hilft leider nur Erfahrung. Hat man schon mal gesehen oder nicht? Und die gewisse Übung. Dazu muss ich aber auch sagen, Falk, bist du heute zum ersten Mal auf dem Parcours mit 3D unterwegs? Naja, allererstes Mal. Also ist auch nicht ganz fair, aber das ist eigentlich cool, weil du dann mit einem frischen Auge drauf siehst, was das hier, wo hier die, also ne, und sozusagen mit deinen Augen wir Probleme finden, die uns weiterhelfen. Jetzt schießen wir mal. Jetzt mache ich schon schwer. Also erstens hatte ich vergessen, Handschuhe anzuziehen. Man muss einen Recurve natürlich immer gleich schießen, ne? Beim Compound hast du den Vorteil, sage ich immer, dass du den Schuss hinten noch fertig machen kannst. Ne? Du kommst in den Let-Off, alles wird leicht, kannst dich nochmal ausrichten. Beim Recurve nicht. Da musst du gleich richtig stehen, so ausziehen, dass es passt und dann im Wesentlichen im Auszug so landen, dass du im Ziel bist. Okay? Bei groß korrigieren kannst du nicht, ein bisschen ja. Man kann nochmal sagen, ah, so. Mehr aber auch nicht. Nicht hier, nochmal anfangen. Das ist das dann zersägt hier die ganze Auszuglänge, die ganze Körperhaltung und so weiter. So viel Kraft hast du hinten nicht. Oder du schießt halt einen Bogen mit wenig Zuggewicht. Das mache ich ja sowieso. Also ein bisschen nach vorne. Jo. Nochmal beim Recurve, ne? Das muss von Anfang an passen, Haltung und so weiter. Richtig ins Gelände stellen. Das war jetzt bei mir, würde ich sagen, hier die Challenge. Und gut hat es geklappt. Ja. Die Richtung mal wieder super. Höhe vielleicht knapp über der Supertrefferzone. Das schauen wir uns vorne an gleich. Jetzt schauen wir erstmal, was die Compound macht. Ja, bei mir ist wahrscheinlich relativ deutlich, dass ich hinten noch viel mache. Ich habe mir jetzt angewöhnt, sie relativ tief auszuziehen und dann auspassend zu machen. Richtig, weil das kannst. Ja, ich bin noch drin, Falk. Ich denke, vielleicht ist es. Ach, du hast den geschossen. Geil, ich habe die Pfeile gesucht. Ja, okay. Richtung. Höhe super. Ich habe auch gewackelt wie ein Vieh. Hast du? Bin weit weg von guter Form. Ja, weil du gewackelt hast du natürlich auch, vor allem, weil du nicht so stehst, wie du es gewohnt bist. Ne? Ja, sicher. Also wer hier. Also für mich ist das ganz kompliziert. Zu schräg zu stehen, dann Füße höher, Füße runter. Ja. Ja, dann das heißt erstens Glück, dass also schön, dass hier so viele, dass hier im Wesentlichen Tiergruppen stehen. Ich habe jetzt echt die Pfeile gesucht auf dem anderen. Aber ist geil, stehen eigentlich meistens Gruppen von Tieren hier. Punkt 1. Punkt 2, kommt, wenn du von der Wiese kommst mit dem Compound und hier im Wald stehst, merkst du erstmal, wie viele Kleinigkeiten da Schwierigkeiten machen. Und das wirkt dann vielleicht so ein bisschen albern, ne? Wenn die Compounder sich über Sachen beschweren, wo man denkt, naja, was denn, ihr trefft doch sowieso immer. Nee. Die Technik ist zwar ultra verlässlich und präzise, will aber auch so bedient werden, dass das hinhaut. Ja? Und da reicht es schon, wenn du nicht in den richtigen, nicht so stehst, wie du das trainiert hast, sondern wenn du im Prinzip so ein bisschen schlechter stehst. Wir müssen da oben, glaube ich. Und schon kommt das Gewackel. Und dann hast du natürlich seitlichen Versatz, weil wenn du wackelst, ne, und die Wasserwaage aus dem Lot ziehst, dann stimmt die Richtung logischerweise nicht mehr.
Ja, gut, ich bin jetzt natürlich auch so ein bisschen ein 3D-Hase. Ja, ich habe überhaupt keine Wasserwaage. Ich richte mich dann immer an den Bäumen aus, beziehungsweise schaue mir an, wie das Gelände gemacht ist, dass ich weiß, ich stehe gerade, weil das, ne, das weißt du am Hang ja eigentlich auch nicht so richtig. Wie das geht, zeigt man auch noch mal gleich, vielleicht. Aber erst müssen wir schießen. Auch das jetzt, sind ja jetzt die Bäume, die im Weg stehen, die mich zu weit schätzen lassen. Ja, wenn du jetzt, es ist ja an weil sich. Weil viel Actionbild ist halt, ne? Ja, das Problem hier ist im Prinzip, das ist ja im Wesentlichen geradeaus, man steht auch gut und so weiter. Aber du kannst ja auf dem Boden nicht entlang schätzen, weil zwischendurch kommt eine Mauer. Brauchst du eine Behelfstechnik? Was sagst du die Maschine? 37. Geil. Wusste ich doch. Ja. Wäre mir aber auch wurscht. Ich würde trotzdem mit 32, ich schieße mal mit 32 und dann gucken wir mal, was passiert. Du schießt sogar mit 37. Dann zeigt man mal. Das ist auch bei mir halt reines Geraden. Also ungefähr halt. Ungefähr, aber ich habe mich mit dem halt noch nie befasst. Aber ist cool, weil dann können wir mal zeigen, was passiert, weil da an dem Beispiel machen wir mal die Magic von Baerbau klar. Schießt du mal mit 37 und einmal mit 32 und ich schieße mal mit 32. Und dann gucken wir mal, was passiert, okay? Jo. Weil das wird interessant jetzt. Ja, das muss auf dem Rätsel drin. Black Magic und so. Vielleicht können wir es ja endlich mal zeigen. Ne? Die dunkle Seite des Baerbau. Weil ja, aber ich würde auch sagen, diese kleinen Boppelchen, die dir sagen, wo du bist, so ganz genau ist es nicht. Eine Skala. Man kann den Skala draufkleben. Du kannst dir eine Skala draufkleben, ja, würde ich auch machen, weil du schätzt, im Wesentlichen geht es bei dir ja mit dem Compound dann doch irgendwie, obwohl der Bogen so schnell ist, um jeden Meter. Das heißt, du brauchst irgendeinen Messbereich, der auch auf Meter genau geht. Ja, sicher, weil ich kann nur zwischen 30 und 40 kann ich dann, oder zwischen 20 und 30 kann ich nur noch schätzen, dann ist klar. Das ist ja im Prinzip auch das, was alle Pin-Visierschützen quält. Ne? Die haben ja nur fünf Pins. Was mache ich denn bei 35 oder bei 36? Wo kommt denn das? Kennst du das so, das Magic von dem? Nee. Das funktioniert sogar. Du drehst, also die schießen den oberen ein und die bewegen sich automatisch dann schneller nach unten. Du drehst und das stimmt doch relativ gut. Also das so vor einem Bohren, dass du sogar 300 schießt. Ja, das stimmt dann auch. Also, weil die Parabel ist ja immer gleich, bei den, also nicht immer gleich, aber weitgehend gleich. Also sag mal, für die Genauigkeit, die du am Ende ausgeben kannst, ist es genau genug, würde ich auch sagen. Mach mal einen. 37 Meter hast du jetzt geschossen, eingestellt. Okay? So, nach deinem. Ja, das sollte passen. Gut. Wir haben Zeit. Gleiche Stelle. Na, dann ist es nur falsch eingestellt. Ja, das ist die Genauigkeit von dem Visier, ne? Die gibt halt eine gewisse Genauigkeit aus und die hast du dann. Ich würde sagen, du musst auf jeden Fall spürbar höher treffen. Ja. Aber deine Chance hat das, jetzt schieße ich. Jetzt ist es an. Ich tue so, als wären es 32. Geil, pass auf. Den Rest müssen wir vorne zeigen am Target. Was ist hier passiert? Also ich sag mal, mit einer leichten Einstellungenauigkeit aufgrund der Technik an deinem Bogen, ja, hast du jetzt im Prinzip ungefähr die gleiche Stelle getroffen wie ich, ne? Von der Höhe her. Das ging jetzt bei dem Schuss wirklich nur darum, dass man die richtige Entfernung schätzt. Naja, aber pass auf jetzt, was passiert ist. Ich bin drin, du bist runter. Auch kann auch nicht mehr laufen, weil hinten Keule ist kaputt. Das ist, dann hat er, das haben wir erreicht, das ist richtig. Und das habe ich mal versucht zu erklären bei Baerbau, dass ich beim 3D, wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich 32 Meter treffen möchte, hier, stelle ich mit dem Tab, mit dem ich ja auf der Sehne hoch und runter gehe, je nach Entfernung, stelle ich mich auf ein paar Meter weiter ein. Verstehst du? Ja, ja. Dann fällt der Pfeil eben noch nicht hinter den Nullpunkt. Lange, lange, lange Geschichte. Habe im Video von Odenbach erzählt. Mit Fleck oder aufsitzend. Ich schieße aufsitzend solche Targets. Also ich halte mit der Spitze, wenn ich ziele, immer noch drunter. Und dann macht der Unterschied in der Flugbahn dadurch so wenig aus, wie man hier sieht, dass, naja, wie man hier sieht, also sagen wir mal, wie man hier ein Indiz bekommt, dass der Pfeil immer noch gut trifft.
Und das ist die Power vom Bergbau. Du kannst also nicht nur, und da würde ich sogar sagen, das ist eine mächtigere Ziel- oder Schusstechnik wie bei Compound, obwohl du bei Compound ja irre Geschwindigkeiten auffährst. Ja? Du schießt ja locker 300 Fuß pro Sekunde. Aber der Pfeil macht immer die gleiche Flugparabel. Aber es ist praktisch so wie du jetzt gerade erklärt hast, wie du deinen schießt, bleibst du praktisch dort mit der Spitze halt immer drunter und kannst besser zielen, oder? Ich bleib drunter, ich kann es besser sehen, es fühlt sich besser an. Aber du hast vor allem einen Vorteil in der Flugparabel, weil der Pfeil immer noch über dem Nullpunkt ist, also über der Sichtachse ist und innerhalb dieses Bereichs auch relativ wenig fällt. Meiner ist ja nur, ich sag mal, 7-8 Zentimeter zu tief, dann wäre das ja eine... Na, und Nullpunkt geht es dann halt relativ trotzig. Dann geht es richtig steil bergab und deswegen sage ich, Fleck oder aufsitzend, ne, ist im Prinzip durch das Aufsitzen die Möglichkeit bei Bergbau, bin ich der Meinung, das ist im Wesentlichen die mächtigste Zieltechnik der Welt mit dem Bogen. Ja? Ohne Visier sowieso. Und außerdem denke ich, mit dem Compound hast du zwar die Möglichkeit, präzise und schnell zu sein, aber wenn du dich in dem Schätzen verhaust, die Parabel vom Pfeilflug, die kriegst du nicht verändert. Das heißt, der fällt immer gleich. Ja. Und dann hast du ab einer bestimmten Distanz fallen die halt tierisch. Wenn du da nicht auf 2 Meter genau bist, hast du ein Problem. Ich nicht. Super kurzer Schuss. Falk, was machst du denn jetzt? Hast du überhaupt eine Einstellung für, sagen wir mal, wie weit ist das? Vielleicht 10. Was machst du denn jetzt? Hast du nicht, ne? Schwierig. Ich hätte es zu Hause auch noch nicht probiert. Ich weiß nicht, wie weit ich drunter halten müsste. Ich würde jetzt bei den Vögelchen, bis ganz vorn dran steht, wo dort unten wieder Sockel aufhört, also die Unterkante vom Tier wählen. Okay, das heißt, du machst im Prinzip, hältst du drunter, so wie ich, ne? Am Ende. Das bleibt mir weiter nichts übrig. Naja, man müsste dann, man könnte vorbereitet sein und sagen, wir machen die Entfernungen, schießen wir vorher aus mit dem Compound, das würde gehen, brauchst aber eine Skala, mit Pinvisier wird das nichts, ne? Musst du dann genauso machen wie du, drunter halten irgendwie und aus Erfahrung klug werden. Bei mir ist jetzt das Problem, ich schieße Bergbau, das heißt, ich mache bei kurzen Distanzen, gehe ich mit der Hand, mit dem Tab tief in die Sehne und bei Weiten gehe ich ja hoch rein. Wenn ich sehr tief reingreife, besteht die Gefahr, dass es mir im Pfeilflug zerhaut. Das heißt, solche Schüsse gelingen dann, wenn du im Tune, wenn die Hausaufgaben gemacht sind. Wenn das Tuning passt, ne? Sowohl bei dir die Einstellungen, wenn du die kennst, und bei mir, wenn der Bogen gut funktioniert. Aber schon irgendwo interessant, dass kurz halt auch eine Schwierigkeit haben kann, ne? Du kommst hier mit einer perfekten 20-Meter-Einstellung für den ersten Pin, kommst du an so ein Target und merkst, das sind ja gar keine 20 Meter, was mache ich denn jetzt? Paradoxerweise könntest du wahrscheinlich sogar eine weitere Distanz nehmen dann irgendwie, ne? Wo der Pfeil wieder anders fliegt. Also, aber das rein theoretisch ist es ja so, dass, ich weiß gar nicht, wie man sagt, auf 3-4 Meter könnte man auch eine 50 einstellen. Genau. Oder so. Genau. In etwa. Mit dem Visier, ja. Aber mach mal lieber deine Strategie, dass du ein bisschen tiefer hältst. Wir geben nochmal eine. Und das Problem ist jetzt hier auch, ne, obwohl es nicht bergab geht in dem Sinne, weil die Dinger so klein sind und so nah stehen, siehst du doch bergab. Ja, ja. Musst du erstmal checken, ne? Sag's nochmal, Falk. Anderes Problem ist halt bei den 3D-Tieren, wenn man sie nicht kennt, dass man vorne weiß, wo die Trefferzone ist eigentlich. Ja. Kommst du irgendwo hin, wo du noch nicht warst? Oder in den relativ mittig jetzt geschossen, aber dort war halt die Trefferzone nicht. Nein, wir schießen auf ein Ziel ohne Mitte, in einer Distanz, die wir nicht kennen. Wissen nicht, wie groß es ist und so weiter. 3D ist schon sehr komplex, das stimmt. Dann kommst du jetzt zum Beispiel wie ich, ne, auch internationale Turniere. Jetzt zum Beispiel WM oder internationale Turniere von der IFAA allgemein werden ausgestattet von 11. 11 ist in Deutschland als Hersteller für 3D-Tiere wirklich selten. Du kennst die Viecher nicht. Du kennst sie nicht. Die sind also Land. 11? Ja. Kommen aus Ungarn. Ach so? Ja. Und sind tolles Material, ne? schöne Targets. Aber wenn du schon mal nicht weißt, wie groß das Ding ist, ne, und schon mal auch nicht weißt, wo ist denn hier die Mitte, die ich treffen möchte, dann stehst du da, ne? Also auch hier. Es hat seine Tücken und mit dem Compound ist es besonders bitter, würde ich sagen, weil wenn du jetzt mal einen Vergleich machst mit Recurve und Compound, ne? Ich habe jetzt sozusagen die große Trefferzone getroffen. Ich würde noch in so einer Runde dann irgendwie eine relativ gute Punktzahl abgreifen. Und die anderen müssen es ja auch erstmal treffen. In deiner Bogenklasse würde ich sagen,
die Jungs, die das schon länger machen, die schießen entweder komplett mittig. Und wenn du da mit dem Körpertreffer rausgehst, dann verlierst du so viele Punkte. Das musst du erst, weißt du, und weißt du? Nur durch, ich sag mal, also nicht, das hat mit Schießen und Schätzen noch nichts zu tun. Ne? Da geht es nur um irgendeine Art von Insiderwissen, hätte ich fast gesagt. Oder halt ein geiles Fernglas. Ne? Da bin ich eigentlich großer Fan von, aber andererseits denke ich, dass jetzt auf solchen Runden wie hier mit mir rumzuschleppen, weil es wiegt ja auch, ne? Da hätte ich jetzt auch keinen Bock. Aber ich fürchte, Falk, wenn du als mal 3D schießen wolltest mit Compound, wirst du nicht drum rumkommen. Wirst du sonst nicht happy. Nächster Schuss. Wo ist es denn? Einiges. Siehst du schon, wo es überhaupt ist? Ich sehe noch nicht mal das Tage. Ach, da! Geil. Am Hang. Aber geil. Aber geil. Was macht den Schuss schwer für dich, Falk? Naja, eigentlich nahezu alles. Es ist schräg, es geht steil bergab. Das ist steil. Das Gefälle geht auch noch schräg. Es ist so eine, ich sage immer, Dr. Strange-Situation. Dafür stehen wir gerade und das Target auch. Also im Wesentlichen müssten wir einfach nur den ganzen Mist ausblenden. Für dich ist jetzt entscheidend, dass du die Wasserwaage im Griff hast und die Entfernung einigermaßen geschätzt kriegst. Wollen wir mal schätzen? Ja, ja. 35? Ja, 36, sage ich. Willst du mal messen? Ja. Heiliges Kanonenrohr. Sag was? 43. Ja, fremdes Gelände. Ja. Also das ist nämlich das Nächste. Kennst dich im Gelände nicht aus, dann hast du hier ein Thema. Ne? Du hast aber den Vorteil mit der Wasserwaage, du kannst den Bogen hier ausrichten. Läuft. Kurze Frage noch. Ja. Die Trefferzone wäre bei dem wahrscheinlich dort kurz hinter dem vorderen Lauf. Kurz hinter dem vorderen Lauf und dann mehr oder weniger mittig vom... Ja. Ne? Sieht gut aus. Du bist aber rechts von dem Punkt, wo du treffen willst. Was siehst du im Fall? Ja. Weißt du wieso? Dritter Hang, oder? Nee, ist dritte Achse am Visier. Denkst du? Ja. Hast du vorhin schon gehabt. Schön möglich. Du liegst dann bei dem Bergabschuss zuerst, den wir gemacht haben, warst du auch rechts. Dritte Achse am Compound, kann ich mal ganz kurz sehen. Ja. Also, das Visier, ne, hier können wir unterschiedlichst einstellen. Und es gibt verschiedene Sachen, wo das gerade stehen muss. Ne? Es muss parallel zum Bogen sein und so. Am Ende geht es ja darum, das kann ich mal zeigen, geht es darum, dass wenn ich hier durchschaue, dann sehen wir eine Wasserwaage. Ne? Und die muss immer im Level sein. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Also hier ist die Wasserwaage, die levelt man aus. Und dann ist man sozusagen, wenn ich von der platten Wiese komme und dort geschossen habe und das in Level halte, dann schießt der Bogen auch immer gerade. Aber wenn ich bergab gehe und das stimmt hier, halt mal du die Kamera kurz. Und diese Achse vom Visier stimmt nicht. Und ich halte ihn nach unten, so wie eben. Dann tue ich zwar die Wasserwaage in die Mitte, aber weil diese Achse nicht stimmt, also so, ja, babbel ich den Bogen eigentlich schräg. In dem Fall du nach da. Ich übertreib mal, ja? Ja. Und du denkst, du bist genau über dem Pfeil mit dem Visier, aber in Wirklichkeit kippst du hier nach unten rechts raus. Mit viel guten Willen könnte ich sagen, vielleicht. Ich sehe es. Wir reden nicht über krumm, ne? Wir reden über, es ist halt nicht ganz genau. Wenn du dann über 40 Meter weit schießt, dann hast du eben einen Versatz von, ich sag mal hier in dem Fall, gut 20 Zentimeter nach rechts, wo du eigentlich hin wolltest. Das Problem habe ich jetzt nicht. Ich gucke einfach hier, in dem Fall habe ich die Bäume, die sind gerade. Ich weiß, wenn ich gerade stehe, das kann ich sogar sehen, von innen, aus Schützenperspektive. Jetzt muss ich ihn nur noch treffen, aber ist ja, jetzt wo wir wissen, wie weit es ist. Aber ich hab so kalte Finger, Alter. Ja, das geht noch bei mir. Schön. Ich habe Handschuhe mit, wenn du brauchst. Ich habe auch Handschuhe mit. Dazu habe ich auch einen rechten. Aber wenn ich den anziehe, treffe ich nichts.
Okay. Ich habe einen letzten Film mal Tierkonflikt. Desaster. Hier ist super. Ich habe auch dritte Achse. Nee, schwerer Schuss. Letztendlich ist es auch natürlich immer die Frage, wie gut kriegst du es umgesetzt, was du hier vorhast. Ne? Auch wenn du es weißt und so weiter. Andererseits, schlechter Schuss. Kann ich ja nicht sagen, es war halt wirklich ein schwerer Schuss. Ne? Ein bisschen, mit ein bisschen Demut da reingehen, das Risiko minimieren. Das zeige ich jetzt mal, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich Folgendes gemacht. Ich bin der Obere, Falk ist der Untere. Du bist noch drin, super, alles gut gelaufen. Risiko minimieren, wollte ich gerade was sagen. Ich habe im Prinzip das Tier da geschossen, wo ich in der Höhe die meiste Trefferfläche habe und die ist nun mal leider hier vorne. Es gibt ein Restrisiko, dass ich das hier noch als Trefferzone erwische. Ist mir lieber, wie wenn ich hier in die Mitte gehe und dann Risiko habe, hier drüber zu semmeln, weil ich bin auch schon hoch gelandet. Oh ja, geiles Target. Weit, weit weg in einem Stück, in einem Land weit, weit weg. Da bist du wieder. Ja. Ein bisschen bergab jetzt schon. Geht nur ein bisschen bergab, ne? Ich weiß, als ich im Auszug war, war ich mit der Spitze so weit zu tief, dass ich stark hätte korrigieren müssen. Nicht ein bisschen so fein, sondern wirklich so vorne hochgehen, ne? Das ist kacke, weil natürlich du beim Recurve hältst du hinten das volle Zuggewicht. Wenn du dann anfängst, nochmal deine Körperhaltung grundsätzlich da zu verändern, kann der Schuss nichts werden. Hier hilft nur demütig nochmal neu ansetzen. Ja, mit dem Compound hättest du hier im Prinzip mit dem Let-Off hinten, ne, kannst du auch sagen, oh ja, komm, ich gehe einfach ein bisschen hoch, ja, was soll das? Hast ja mit Auszuglänge und so weiter auch kein Problem. Mit dem Recurve auf die Distanz, wenn da nicht alles passt, hast du sowieso keine Chance. Weil das so ein geiler Schuss war, hat der Falk natürlich gleich noch mehrere Pfeile rausgelassen. Hey, du schießt halt gerne schnelle Pfeile, ne? Da hängen sie auch schön fest. Ich auch. Ich habe auch noch einen zweiten gemacht, der war noch ein bisschen hoch. Okay, trotzdem gut, ne? Ey, 55 Meter und so, jedenfalls. Was wir sehen, ist, dass wir relativ breit auf dem Target streuen. Ja, das liegt eben einfach daran, dass es schwer zu, also dass auf die Entfernung sich die Fehlerchen halt deutlich sichtbarer werden. Auch kleinste Fehlerchen. Okay? Und beim Recurve speziell würde ich sagen, ist es dann so eine Sache, ne? Wenn du den ersten so einen voll konzentrierten Schuss rauslässt, kannst du eben auch hier nur demütig nochmal ein kleines Päuschen machen, bis du den zweiten schießt, weil es einfach schwer ist. Wir müssen da hoch. Ach Gott sei Dank, wir laufen bergauf, wir werden uns wieder warm. Soll ich voraus? Komm her. Ja, weil ja, mit dem Compound, ne, wie gesagt, Auszuglänge hinten steht ja fest. Let-off hilft, da gibt es eine Wand und so weiter. Wenn du da jetzt nicht direkt außer Puste gerätst, und das ist beim Bogenschießen selber ja nur eigentlich nicht das Thema, sondern eher so bei solchen Hängen, die wir hoch und runter laufen wie hier, dann machst du eigentlich, kannst du da, hast du eine gute Chance auf einen zweiten guten Schuss. Beim Rika würde ich sagen, ist der zweite Schuss, wenn du dir da nicht ein bisschen Zeit lässt und nochmal wirklich in die Konzentration reingehst und darauf achtest, dass es alles passt und so weiter, ist der zweite Schuss im Prinzip schon unter erschwerten
Bedingungen einfach, ne? Und das muss man einen Sinn für entwickeln. Ja, beim ersten Mal nimmst du das komplett ernst, denkst, 55 Meter, leicht bergab. Und dann denkst du, ach komm, den zweiten mache ich ganz genauso. Und das ist das Problem. Das ist ganz genauso. Da hilft nämlich die Technik am Bogen denkbar wenig entgegen beim Compound. Da hilft sie schon. Ja? Mit Wand und mit Visier und so weiter. Der Pfeil fliegt mal wenigstens gleich schnell. Ja, alles cool. Während das Thema Auszug, Länge, gerade im Gelände, ist mit allem, was kein Let-Off hat, also Langbogen, Recurve, ohne Klicker zumindest, ein Thema. Mit Klicker, das sieht man dann auch, das ist ein gutes Beispiel. Wenn du mal auf ein Turnier gehst, wo die Leute mit Klicker Recurve schießen, olympisch Recurve quasi, siehst du, dass sie absetzen, weil sie nicht durch einen Klicker gezogen kriegen. Ja? Und die Message ist, es ist schwer. Ja? Es ist schwer. Nicht, dass es das. Und das Tückische ist, man merkt es nicht. Ohne technische Hilfe. Denkst du, oh, ne? Dann siehst du es vorne am Trefferbild. Willst du hallo? Ich finde es geht. Man steht hier noch relativ moderat gut eigentlich. Also für 3D, Falk, du kannst es halt nicht, Falk kann das immer nicht so schätzen, wenn man hier einigermaßen stehen kann. Hier steht man für einen 3D-Parcours super. Da gibt's Dinger, da musst du hier Karate können, damit du mit beiden Füßen auf den Boden kommst. War ich dran schuld? Ja. Am Ende bist du sowieso immer schuld. Selber. Also es war direkt verzielt. Ja? Ja. Was meinst du mit verzielt? Dass man nach unten weggerutscht, weil ich abgezogen habe. Also ich habe beim Abziehen ein bisschen runtergezogen. Weil? Ich das wahrscheinlich auch nicht so gewöhnt bin, so steil hochzuhalten. Okay. Mach ich sonst nie. Machst du nicht? Also gut. Weißt du, was ich höre, Falk, dass die Sehne an die Jacke kommt? Ja, die ist relativ. Die ist zu weit. Ja. Ich hatte die Notschätzung so eine Fließ gehabt. Das bremst. Wenn du im 3D, wenn du draußen bei schlechtem Wetter 3D schießt und Compound und da irgendwas schleift, hast ist du. Ist nicht gut, ne? Nicht gut. Ist bei Recurve auch, aber da merkst du es wenigstens, weil es richtig weh tut. Weil es hängen bleibt und so, ne? Bei Compound, das ist ja nur relativ wenig, ne? Was die Sehne vorne dann noch überhaupt an, sag mal, weil du stehst nicht so eng mit der Sehne zum Körper, ne, so, sondern ein bisschen offener. Aber wenn ich mich mit der Sehne an den Arm schlage, tut es am Arm weh. Wenn du dich mit der Sehne an den Arm schlägst, dann tut es ja nur so eine relativ weite Jacke. Das ist überhaupt mehr, also treffen die Sehne, ne, sozusagen. Ja, deswegen, also das merkst du gar nicht, das ist wieder so ein Thema, du merkst gar nicht, wo die Fehlerquelle herkommt. Ja, was wir hier sehen, sehen wir oft. Wenn man die Fehlerquelle kennt, trifft man auf einmal ganz prima, der andere ist weg. Der kannst du knicken. Der ist irgendwo hier, der ist aufgesetzt, der ist nach rechts weg. Der kann im Wesentlichen überall liegen und ist wahrscheinlich auch kaputt. Und wenn nicht, finden beim nächsten Mal vorne im Eimer, wo sie gesammelt werden, die Fundpfeile. Weil ich sehe ihn hier nicht, wenn er nicht irgendwo drauf liegt und du den siehst. Die Fläche, wo der liegen könnte, ist ja gigantisch. Oh. Falk und ich, wir müssen nach Hause. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Es wird früh dunkel. Wir hatten heute geiles Wetter, aber jetzt verändert sich das Licht. Das wäre übrigens für dich mit Visier, ne? Sowieso tödlich mit dem Licht. Ja. Weil da verändert, also ich habe es gelernt in Finnland, ohne Visier ist gar nicht so ein Thema gewesen. Wir haben ja Nachtschießen gemacht. Da war es auch eigentlich dämmerig, weil die haben ja die Mitternachtssonne dort. Das ist nicht dunkel, so richtig.
Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier in den großen Schlenker machen und noch viele interessante Schüsse und interessante Unterschiede zwischen den Compound und Recurve hätten finden können, müssen wir leider sagen, für dieses Mal muss es gut sein. Aber es hat so riesen Spaß gemacht. So ist es. Könnte nicht besser sein. Vielen, vielen Dank. Neuer 3D-Freund. Wir haben einen 3D-Freund gewonnen. Das erste Mal, was sag mal, das erste Mal 3D? Oh. Ist das dein Ding? Ja, super. Gut, ne? Macht halt super. Laune. Ja, es ist halt auch ein bisschen Sport, gell? Falk, musst du ein bisschen. Na ja, das kann doch nicht schaden. Das kann nicht schaden. Ich müsste eh wieder beweglicher werden. Dann bewegen wir uns mal jetzt ein bisschen Richtung Heimat und freuen uns auf die nächsten Abenteuer. Und bis dahin, alles Gute.